Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir spielen gemeinsam Dai Young. Versuchen immer noch von der Insel zu flüchten. Im Moment stehen wir gerade auf dem Turm der Manor Farm und suchen den Botaniker und seine mysteriöse Freundin und ihren noch mysteriöseren Freund. Bis jetzt haben wir sie noch nicht gefunden. Mal gucken, wo die sich so befinden, denn Mengen nach an Blut nachzuurteilen, was hier rumflattert, werden wir die nicht lebend finden. Aber gut, wir lassen sie überraschen. Vielleicht leben sie ja doch noch und haben bloß keine Arme mehr oder so. Man weiß es nicht. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und dann klettern wir mal den Turm runter. Okay. Okay. Ancient Idol. Hier war ich noch nicht. Nee. Das Messer hätte ich ja sonst schon und das Ding hätte ich auch leer getrunken. Sehr gut. Kann ich das Ding vielleicht durchsuchen hier? Ne, kann ich nicht. Lass mich hier. Muss jetzt ja quasi der Sprung darüber sein. Er war es nicht. Shit. Geht das hier weiter? Also ich habe die beiden ja noch nicht gefunden. Ich muss die hier ja finden. Ich muss doch irgendwo müssen diese Blutspuren noch hinführen. Hier war ich schon, ja. Hier geht's jetzt wieder runter in den Weinkeller, genau. Nur der eine, den haben sie da reingeschmissen. Irgendwo müssen ja noch die Leichen von den beiden sein, die hier. Also die Frau, die er beschützen wollte oder die er helfen wollte. Und der Botaniker. Also ich komme davon aus, der Botaniker ist ein Typ und die Frau ist eine Frau. Also es haben Frauen meistens so an sich, dass Frauen sind. Zack, dann kommen wir hier wieder raus. Danke für den Tipp. Wusste ich schon. Ach so, CT. Ja. So. Dann müssen wir hier irgendwie. Hoi. Ja, ja. So. Hier über weg. Da wieder durch. Hier wieder rein. So, hier war er ja. Er muss ja schon länger hier gewesen sein als diese komischen Viecher, Menschen, was auch immer es sind. Die Menschen umbringen. Bei ihnen haben sie garantiert auch gekillt. Er hat ganz schön viele Schlafzimmer, der Kollege. Wo geht denn das hier hin? Das ist doch bestimmt das Loch, wo unten die Leiche drunter liegt, oder? Ich glaube ja. Oh, kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier durch? Ah, guck an, da sind sie. Sie haben sich lieb. Embraced in death. Someone has tried to give them a burial. Warum haben sie beide in Dings im Dings? Can't carry more items. Golden Coins. Ich weiß zwar nicht, was. Ah, da ist ein Brief. Guck an.
Wie konnte das passieren? Am 7. September Monster. Wie konnte das passieren? Bin ich ein Opfer oder ein Henker? Heute hat sich alles verändert. Ich war im Gewächshaus, als ich einen kurzen, lauten, scharfes Geräusch gehört habe. Bin hingerannt. Weiß ich nichts mehr von, wie ich hingerannt bin. Ich war ganz, ganz schnell da, habe nicht aufgepasst und habe nicht auf den Mann geachtet, der bewegungslos auf der Treppe saß. Bin reingegangen, wo Sonja und ihr fremder Bekannter schliefen. Sie waren da im Bett, haben mich angeguckt, aber tote Augen. Irgendwas in mir ist gebrochen. Ich habe das erste Objekt, das ich finden konnte, genommen. Es war mir egal, was es war. Es war mir auch egal, wer. Ich bin zu dem Mann gegangen, der da saß, war mir egal, wer er ist, und habe ihn erstmal totgehauen. Dann habe ich die beiden hier begraben. Okay. Also irgendwer hat die beiden umgebracht. Das ist also Sonja, okay. Und das ist ihr Freund. Und der sieht nicht aus, als wenn er totgeschlagen worden wäre. Der hat doch ein Loch im Kopf. Da haben sie erschossen. Und sie auch. Die haben sie erschossen, alle beide. Tja. Warum ist hier auch noch alles vollgespritzt mit Blut? Was hat er mit denen gemacht? Gut, dann haben wir das Mysterium schon mal erkannt. Ich will mal eben gucken, ob ich hier noch irgendwie, kann ich an meinen Stats vielleicht noch was. Also dass ich mehr Sachen tragen kann, geht das? Was habe ich denn hier noch so? Was war fast travel, okay. Alles klar. Rest Storage Box, nee, kann ich nicht. Ist auch nicht schlimm. Was man da rein tun könnte, nee, brauchen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, man könnte das. Ah, hier, die könnten wir aber nützen. Noch? Nee, es sind gar keine. Kann ich hier hoch? Wasser? Gibt's keins. So. Muss ich den Gartenmenschen auch noch finden? Find the Botanist. Der fehlt mir noch, der Botaniker. Wo haben sie den denn wohl? Der muss hier auch noch irgendwo rumliegen. Stimmt der hier rumschreit? Hier schreit doch einer. Ah, okay, wenn ich renne und Alt drücke, gucke ich mich um. Okay, wieder was gelernt. Was ist der? Der hier rumblökt. Garantiert, ich kann bestimmt da hinten irgendwie da hoch. Okay, da komme ich nicht so rüber. So. Da oben kann ich drauf laufen auf der Mauer. Und von der Mauer aus kann ich bestimmt irgendwie darüber. Nee, da kann ich da konnte ich da reinspringen. Das bringt mir nicht unbedingt viel. Ich muss irgendwo dahin, da ist der bestimmt. Wie gesagt, da schreit ja auch einer. Oder ist er hier in Löchern drin? Nee. Nee. Lacht er hier oder ist sie bloß erschöpft gewesen? Hier komme ich nicht weg von dieser Seite. Mal gucken, ob ich irgendwie. Wie komme ich denn hier wieder raus? Hä? Muss ich jetzt da hinten durch? Okay. Wie komme ich hier wieder weg? Ah, hier, das ist das Loch, wo wir unten vorhin waren. Wie komme ich hier weg? Wie bin ich hier das letzte Mal weggekommen? Ah, hier unten konnte man durchkrabbeln, ne? Hier brauche ich nicht mehr über wegrennen. Ich habe ja hinten die Tür offen. Den Schlüssel ja gefunden. Dead Red. Ja, wollte ich immer schon mal haben. Was kann ich damit machen? Ich glaube, brauche ich einen Kopf hier.
Oha, das ist das Loch, wo der andere Macker unten drin liegt, ne? Das ist doch der... Ja, das ist der, den ich ganz am Anfang gefunden habe. Hier kommt... Bin ich rausgekommen? Wie komme ich da hinten denn hin? Klettert sie leider komisch hoch, naja. Hier geht's nicht weiter. Irgendeinen Sinn muss diese Tür doch haben hier. Codierung überlastet? Nein, Codierung ist nicht überlastet. 1% Verlust, da kann ich mit leben, würde ich sagen. Die Tür hat keinen Sinn. Komisch. Tja. Ich kletter nochmal aufs Dach. Irgendwie muss es da doch einen Weg geben, dass ich da hinten hinkomme. Oder vielleicht, dass ich zumindest so hoch bin, dass ich das sehen kann, was da hinten ist. Weil, irgendwie. Das muss der Typ sein, der da. Der schreit ja, als wenn er irgendwie ein Rad ab hätte. Oder als wenn er wahnsinnig geworden wäre. Das muss der sein. Glaube ich. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass der das ist. Ich kann darüber, dann kann ich da oben hin. Ich probiere das mal. Oder kann ich hier noch irgendwo hin? Nee, ne? Nee, hier kann ich nur an die Ecke ran. Und da war ich ja schon. Da will ich jetzt nicht hin. So. Mein Überleben und Insel verlassen ist wichtig, aber wir wollen ja auch ein bisschen hier die Storys machen. Ne? Das können wir nicht einfach weglaufen, aber nein, wir wollen gucken, wo das hier hingeht, was hier so Schönes gibt. Klettert dann mal hoch, Mädel. So. Zack. Hier rüber. Das wäre auch das Erste, was mir einfallen würde, wenn ich irgendwo auf einer Insel wäre und da von Menschen getötet werden will oder soll. Scheiße. Zu tief gefallen. Gucken, wo mein Last Safe Game ist. Aber bestimmt bevor ich die beiden gefunden habe. Naja. Macht nichts. So. The Manor Farm. Ich hier rausgekommen bin, habe ich die beiden da schon gefunden? Monster. Ja, habe ich gefunden. Gut. Warum hat er die hier unten eingebaut? Das hat überhaupt keinen Sinn. Dann habe ich hier den komischen Gold-Dings, da habe ich schon, ne? Genau. Oh, guck mal, hier fliegt ein Stock. Lila Blut. Wir versuchen mal, um das Ding umzuzulaufen. Wir machen hier mal die Tür auf. Aber erstmal nehmen wir das Ding hin. Hoffen, dass der Kackvogel da nicht gerade steht. Der kommt da hinten gerade. Wir verpissen uns mal schnell. Ich hätte nämlich gerade keine Lust, den umzubringen. Aber dann laufen wir mal drumherum. Oder waren da unten noch Türen, die abgeschlossen waren? Ich glaube nicht, ne? Wir laufen mal drum rum, gucken mal hinter der Hütte. Weil das sieht. Weil da höre ich. Ich höre da ja wen schreien. Da hinten war irgendwo wer am rumblöken. Ich meine, vielleicht ist das auch wieder einfach nur so ein wahnsinnig geworden, ne? Oh, Pilze. Fly-Agarik, Fliegenpilze. Ah, okay, Flyer-Guy kann ich was mit craften. Okay. Alles gut.
Weg hoch. Hier. Der hat bestimmt seinen Garten da oben. Da, guck mal, das sind doch Obstgärten. Der ist bestimmt hier. Und ist wahnsinnig geworden. Bestimmt. Nachdem er die beiden umgebracht hat oder nachdem er den Typen totgehauen hat, ist er durchgedreht. Aber das ist die Rückseite von dem Anwesen hier. So. Alles mit. Garantiert. Das stelle ich mir jetzt so vor. Nicht? Aber wir haben von hier oben wenigstens mal einen Überblick. Können wir mal gucken, wo wir schon überall waren. Ich glaube, das Einzige, wo wir noch nicht waren, ist echt oben auf diesem, oh, auf diesem Dach. Aber ich wüsste auch nicht, wie wir da hinkommen sollen. Autschi. Die Hütte hier, oder? Das ist das einzige. Da waren wir noch nicht drin, meine ich. Die steht ganz hinten. Ganz hinten, ganz außen. Da waren wir noch nicht. Da müssen wir auch noch irgendwie rankommen. Weil da ist dann bestimmt der Typ. Gauk. Da waren wir, das ist dieser Durchgang. Das müssen wir eben hier. Oder war hier unten noch eine abgeschlossene Tür, durch die wir jetzt vielleicht durch können? Er muss ja irgendwo sein, er kann ja nicht verschwunden sein. So, schnell Quick Save. I can't cook it, du kannst das Dings nicht gucken, ja, ja. So. Was kochen wir denn hier? So. Gekochtes Fleisch griffbereit. Das kann ja nicht sein. Die haben alle so einen Punkt da oben. Ja. Bei den anderen beiden sah das aus wie Einschusslöcher, aber. So, von da bin ich gekommen. Überall schon. Ja, der ist da oben reingefallen, genau. Da sind hier doch Türen gewesen, die ich nicht aufkriegen konnte, weil ich keinen Schlüssel hatte. Can't carry more items. Fressen habe ich jetzt mal genug. Tür gewesen sein, die ich nicht aufkriegen konnte, wo er jetzt hinterliegt. Jetzt bin ich wieder hier. So.
So. So. Dann hier runter. Hatte ich hier nicht irgendwo... Ach ja, genau. So. Hatte ich hier so eine Kiste runtergeschmissen, aber die Kiste jetzt hier liegt, kann ich jetzt... Sagen, da kann ich doch wohl hinklettern. Das ist das Loch hinten im Garten. So. Ist hier vielleicht noch irgendwo eine Tür, die ich nicht aufkriegen konnte? Nee, das ist wieder das. Genau, das ist wieder hier. So, und hier komme ich jetzt gleich hinten im Garten raus. Wo ist denn der Botanist? Stand das in seinem Brief, aber auch nicht, oder? Nein, ich hab das vielleicht in seinem Brief überlesen. Monster. I hope God has some mercy. Ne. Also der Typ, der da saß, das muss ja der sein, der in dem Loch unten lag. Das heißt, ich habe jetzt von... Also das heißt, mir fehlt jetzt noch die vierte Leiche. Das heißt, eventuell, wir müssen da oben hin. Wir müssen da oben rauf. Da müssen wir von oben mal gucken, wie wir hier. Wie wir hier, dingsen können. Wie wir da hochkommen. Wie wir da rauskommen. Muss ja hier irgendwo sein. Das ist der Garten, in dem wir vorhin drin waren, hinten. So. Das ist das. Wir müssen in dieses Haus da hinten, definitiv. Anders kann ich es mir nicht erklären. Komme ich da hin? So. Können wir eben hier rumlaufen? Dann gehen wir mal hinten, da kann man da rüber gucken. Oder nicht? Kannst du nicht, nee. Also wir gehen jetzt da oben hoch, gehen da rüber und von dem Turm aus gucken wir mal, wie wir da landen. Irgendwie gehen. Kann mir ja nicht vorstellen, dass er das ist. Aber wir sollen noch eine Leiche müssen wir noch finden. Also die wird ja wohl da da hinten liegen. Wo soll sie sonst liegen? Sonst hätte es ja irgendwelche Hinweise gegeben, dass der nicht mehr hier ist, dass er weggegangen ist oder so. Und dann hätten wir einen Brief finden müssen. Da, in dem Haus muss der sein. Das heißt, wir müssen über die Mauer rüber. Das heißt, wir müssen irgendwie da hin. Aber wie kommen wir da hin? Von da. Da drauf geht, da hoch. Das könnte gehen, oder? Ja. Ja, man muss da irgendwie rüber, sonst wäre der halt nicht runtergefallen, aber wir haben ja glücklicherweise oben gespeichert. Alles klar. Also wir müssen irgendwie über das Dach. Dann darüber und dann kommen wir dahin. Eindeutig. Ich bin ein Trottel.
nur das Ding aus der Hand. Das stört mich irgendwie gerade so. So. Wir wissen schon mal, wo wir hin müssen. Das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Gucken wir mal. So. Hier hoch. Da hoch. Da hoch. Da hoch. So. Okay. Ah! Darauf, darüber springen. Das könnte gehen. Das muss es sein. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie. Aber da unten waren wir doch schon. Richtig? Da waren wir schon drin. Das kann es also nicht sein. Vielleicht da die Ecke. Aber warte mal, hier ist eine. Hier ist eine Leiter. Hier sind wir eben unten lang gekrabbelt. Ist das vielleicht nur, wenn man abgerutscht ist? Irgendwie. Du hast die Kante, dass du hier rüber kannst. Da drüber. Kann das wohl sein? Da waren wir ja schon da hinten. Da wollen wir ja nicht rein. Wir wollen dahin. Shit. Hier kommst du nicht hoch, ne? Ne. Wie komme ich jetzt? Muss ich da auch ganz außen rumlaufen? Wie komme ich denn da hoch, verdammt? Ich muss irgendwie da hinten hin. Ich muss irgendwie einen Weg geben. Kann doch nicht. So. Da kommt man hier vielleicht irgendwie nach. Da oben kommst du nur hinten in den Wintergarten, der Wintergarten nicht, hinten in den Gemüsegarten. Was? Scheißratten. So. Ah.
keinen anderen Weg darüber. Ja, diese Platte da, vielleicht kommen wir hier auch nur auf das andere. Aber da kommen wir ja hin. Warum sollten wir sonst da? Wir müssen irgendwie da oben rüber. Da geht es auch nicht wirklich weiter. Seltsam. Schlüssel haben wir ja. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht irgendwo unten noch eine Tür war, die wir erst nicht aufmachen könnten, wo wir jetzt durch müssen, aber ist ja nichts. Da ist ja nur diese blöde Barriere da hinten, durch die wir. Aber da kommen, die kriegen wir ja nicht kaputt oder so. Die große, die uns das abtrennt da hinten. Da müssen wir doch irgendwie dran vorbeikommen. So. Da werde ich aber nicht hochkommen, da vorne. Glaube ich nicht. Komme ich da irgendwie... Komme ich vielleicht von da irgendwie da aufs Dach und dann da runter? Das könnte sein, das sieht fast so aus da, ne? Und da hoch kann. Und dann da rüberlaufen und dann da hinten hin. Könnte ein Versuch wert sein. Versuchen wir mal. Sind. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Naja. Ja. So. Das ist echt das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte. Dass wir da rum, dann da hoch, dann da drauf und dann da rum. Weil das könnte sein, weil du da durchgehend laufen. Das könnte tatsächlich sein. Gedacht. Ich hätte schwören können, dass du da hoch kannst. Nee. Gibt's doch nicht. Muss so eine Möglichkeit geben, da hinzukommen. Jetzt nicht mehr. Das halt, ja. So. Das geht nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich gebe diesen Versuch auf. Und das können wir uns dann vielleicht später mal angucken, wenn wir mal ein bisschen weiter, bevor wir flüchten. Kommt man hier nochmal her, guckt sich das nochmal an. Aber ich weiß jetzt echt nicht, wie ich da reinkommen soll. Einzige Möglichkeit vielleicht noch von da aus hier aufs Dach zu kommen. Das könnte noch sein. Vielleicht kommt man hier irgendwo auf das Dach rauf. Oh ja.
ja nicht überall auf die Dächer rauf. Hätte sein können, dass du jetzt hier von hinten auf das Dach raufkommst. Aber... Das sieht man mau aus. Oder auf das Ding kommt man, auf das Ding vielleicht rauf und kann da oben drauf laufen. Aus seinem Gewächshaus. Hier so schräg. Ah, ah. Wüsste ich nicht, wie ich da hochkommen soll. Keine Ahnung. Naja. Ich muss irgendwie ein bisschen was trinken da vorne an der Quelle. Und dann suchen wir halt weiter. Ja, schade, hätte ich jetzt gerne rausgefunden, aber dann gehen wir erstmal woanders hin, machen wir einfach was anderes. Ich würde sagen, zur Entlastung dafür, dass das jetzt nicht geklappt hat, kloppen wir die Typen da mal tot. Der da vorne. Haben die den hier aufgehängt? Das sieht auch so blutig aus da. Haben sie ihn vielleicht aufgehängt zur Strafe? Das ist er! Das ist er bestimmt. Ja, da ist er. Yeesh. It doesn't look like they brought him out here for a tan. He's bruised black and blue. Alles klar. Ja, die Blutspur. Habe ich die Blutspur übersehen? Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir da hinten in dieses Haus rein müssen. Okay. Ah, wieder was gelernt. Naja. Alles gut. Hier unten ist bestimmt noch was. Das sieht so irgendwie so aus. Tja. Aber was ist das da oben? Rote irgendwas. Ich sag, wir gehen mal hier runter Richtung Wasser. Temple Ruins. Okay, was ist denn da vorne? Nichts drin. Task added. Explore the Temple Ruins. There are some crates. Ja. Perhaps somebody is working here. Wenn, dann ist wahrscheinlich somebody working here, dem ich sicherheitshalber ein Messer in den Rücken stechen sollte, aber ist okay. Das. Okay. Okay. Guck, ob hier einer rumläuft. Nee. Da ist schon wieder Blut. Da. Wieder Blut. Ja. New document added. Work report. 8. Mai. Zwischenfall. Eine Gegenstände gefunden. Drei Amphoren. Zwei davon sind zerstört. Den Typen mit der Sense gesehen?
So, drei Panzer gefunden. Ich verziehe mich von hier. Das ist mit dem lege ich mich nicht an. Alter, mit der Sense? Ne. Dann sehe ich so aus wie der andere. Oder lach. Schnauze. Nur, dass ich hübscher bin. Ich kann doch klettern bestimmt. Oder? Bestimmt runterklettern. Ja, kann ich. Da runter. Da runter. Da runter. Ah, die Landschaft ist schön, muss man wirklich sagen. Aber weil auch wenn die Unreal Engine vielleicht nicht mehr ganz up to date ist, aber schick aussehen tut's immer noch. So, falle ich da jetzt ins Wasser und ertrinke? Nein, tue ich nicht. Okay. Höhle? Sieht nicht so aus, hätte sein können. Ah, das gefällt mir, sieht gut aus, das Spiel sieht echt schick aus. So, wie kommst du hier wieder? Da drüben, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich habe den Sinn davon noch nicht ganz verstanden, warum ich jetzt da. Aber was ich verstanden habe, ist, dass wir uns ganz schnell hier verpissen, bevor der Typ wieder auftaucht. Ja. So. Vorne ist wieder ein Hundi. Tja, den dreien ist das Leben auf der Insel wohl nicht so gut bekommen. Naja, hatten wir ja mehr oder weniger erwartet, dass sie tot sind. Nun gut, aber wir haben jetzt immerhin, wir sind schon mal an dem Turm, zu dem wir sollen. Ich denke mal, das ist der da, der am Wasser, der da stand. Den gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da, ich würde mich freuen. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Da streame ich auch andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Ist unten verlinkt. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Begleitet mich weiter auf unserer Flucht von der Insel. Und dann bis zum nächsten Mal.